Und herzlich willkommen in meinem kleinen Pfandhaus. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Okay. Ja, Sie müssen ein paar Sachen abgeben, das kriegen wir hin. Haben Sie die Sachen denn auch direkt dabei? Das wäre nämlich sehr wichtig, weil wir gucken uns die Sachen natürlich hier jetzt direkt vor Ort an, sodass ich Ihnen direkt ein Angebot machen kann. Naja, ich sehe es schon. Okay, das ist gut. Dann bekommen wir das Ganze auch hin. Na klar, dann bekommen wir das hin. Es wäre anders gewesen, wenn wir jetzt noch das Ganze hätten anders machen müssen. Aber das passt. Okay, ich würde sagen, legen Sie die Sachen bitte einmal alle dahin. Und dann würde ich mir die nach und nach anschauen, okay? Sie kriegen für jedes Produkt einen individuellen Wert. Danach bekommen Sie das Angebot wirklich auch nochmal schriftlich. Wenn Sie das Ganze annehmen, bekommen Sie das Geld. Ich bekomme das Produkt und Sie haben dann 90 Tage lang Zeit, das Produkt wieder einzulösen. Das bedeutet, indem Sie mir den Geldbetrag zurückbringen und dann bekommen Sie es wieder. Ansonsten wird es bei uns verkauft. Okay. Gut. Ich fange an. Ja, wir fangen an mit, was haben wir denn hier? Ja, da sind Sachen bei, das kann ich Ihnen direkt sagen. Dafür wird es nicht viel geben. Ich fange zum Beispiel mal hier mit an. Das ist anscheinend ein Lampenset, nenne ich es einfach mal. Also insofern auch wirklich das drin ist, was hier drauf ist, ist es das. Schon sagen, das macht ja gar keinen Sinn, denn ich weiß ja, was Sie dafür bezahlt haben. Anscheinend, also so wie es scheint, haben Sie ja dafür 9,99 € bezahlt. Und das bedeutet für mich schon mal primär, dass hier an sich schon ein relativ günstiges Produkt vorliegt, was per se schon mal keine hohen Werte hat. Jetzt ist das Ganze scheinbar, zumindest laut dem Sticker hier, zwar noch ungeöffnet, aber inwiefern ich da nochmal überhaupt einen Wiederverkaufswert habe, ich sag mal so, das wage ich zu bezweifeln. Dementsprechend, ich bin ganz ehrlich, ich würde es eigentlich gar nicht annehmen. Aber wenn ich es jetzt annehmen möchte, dann sage ich Ihnen höchstens, und damit mal gucken, meine ich das auch schon, wirklich allerhöchstens 1 €. Das ist jetzt schon. Und das muss ich auch dazu sagen, 10 bis 20 Cent höher, als ich das normalerweise machen würde. Euro, ja oder nein?
machen wir weiter. Gut, das ist schon mal etwas, was wir eher ankaufen. Das sind AirPods. Jetzt muss ich kurz mal öffnen. Ah, okay. Gut, das sind die AirPods Pro 2. Haben Sie den Karton dafür noch? Nein, das ist schade. Dadurch mindert sich tatsächlich der Wert ein bisschen. Das muss man so sagen. Denn viele Leute wollen natürlich noch den Original-Karton dabei haben, weil er ja auch so ein durchaus gutes Gefühl gibt, der durchaus zeigt, dass man die richtige Wahl getroffen hat, sage ich mal. Ganz unabhängig davon, ob man es wirklich getan hat oder nicht. Darum geht es mir hier gar nicht. Aber es ist halt einfach so, dass Apple es revolutioniert hat, hätte ich fast gesagt, wie man Produkte eben verpackt. Die AirPods sehen gut aus. Hatte ich gerade ja kurz reingeguckt. Es hat natürlich schon auch durchaus Gebrauchsspuren. Das Ladekabel, da ist ein bisschen Staub drin. Das ist aber nur Staub, das ist okay. Das Ladekabel war keins bei, okay. Gut, genau. Von wann sind die? Okay. Ja, hat natürlich Macken. Lass mich mal kurz schauen, was ich Ihnen dafür bieten kann. Die gibt es ja momentan bei vielen Seiten so 230 Euro original gebraucht. Also, ich muss sagen, kann ich Ihnen guten Gewissens dafür wahrscheinlich wünschen sie sich mehr. Das ist auch vollkommen okay. Aber ich kann ihnen 80 Euro bieten. Mehr aber auch nicht. Nee, also mehr schaffe ich nicht. Das tut mir leid. Nein, nein. Also, ich habe jetzt nochmal geguckt. Es ist natürlich möglich, dass sie vielleicht woanders nochmal was bekommen. Aber nicht bei mir. Also auf gar keinen Fall. Das kann ich wirklich definitiv sogar nicht machen, weil das Ganze würde einfach sich für mich dann nicht mehr lohnen. Nein. Also, ich kann Ihnen das anbieten, 80 Euro, wissen Sie was, 85 Euro, aber dann muss ehrlicherweise auch Schluss sein. Mehr kriegen wir dann da nicht mehr gebacken.
Da müssen Sie mir sagen, ob das für Sie interessant ist oder nicht. Okay. Sie brauchen das Geld echt dringend. Also dann ist aber auch wirklich Schluss. Also mehr geht faktisch gesehen einfach wirklich überhaupt gar nicht. Mehr haben wir nicht. Also ich bin ja auch kein Menschenhasser. Also es ist ja nicht so, als wenn ich Sie leiden sehen möchte. Aber Sie müssen ja auch verstehen, dass auch ich halt nur an mein Geschäft denke. Und da muss ich sagen, mehr kann ich nicht tun. 90 Euro nehmen. Oder wieder mitnehmen. Ja, sagen Sie es mir. Okay, dann kommen Sie zu mir. Okay, dann kommen Sie zu mir. Wunderbar. Gut, Sie haben noch mehr. Schmuck, ich sehe. Ich sehe Schmuck. Ich guck mal nur ein jetzt. So eine kleine Perlenohrring. So eine kleinen, so einen kleinen Perlenohrring. Das ist aber nichts Originales, oder? Nee, das ist. Also bei aller Liebe, die haben sie doch bei Brichou Brigitte, oder wie? Die heißen gekauft, oder? Also, jetzt seien Sie mal bitte ganz ehrlich. Meiner Meinung nach, das ist, auch wenn ich das so höre, sehr billige Qualität. Sehr einfache Qualität auch. Also, mich würde wundern, wenn hier eine Sache außerhalb vom Plastik ist. Dementsprechend, ich würde schätzen, das hat original, so jetzt wie es hier ist, 15, 16 Euro gekostet. Also ganz ehrlich, da habe ich keinen Wiederverkaufswert für. Da kann ich Ihnen nicht mal ein Angebot für machen. Das ist, ja, also klar, die sind noch gut erhalten. Das ist auch alles schön und sowas, aber. Nicht böse gemeint, aber da kann ich nichts mit anfangen. Also da müsste schon irgendwas echt Wertvolles dran sein, aber. Nee, also tut mir leid, kann ich ihn wieder zurücklegen. Das bringt für mich überhaupt nichts, okay? Gut, weiter. Wir haben noch eine Lampe. Eine Jysk-Lampe. Aber Jysk ist auch wieder. Ja, die haben jetzt auch keine nur günstigen Sachen. Ich finde die Lampe durchaus schön. Also hat durchaus irgendwie was. Klappt die denn noch? Die klappt nicht mal mehr. Okay, na gut. Also ja, sie hat etwas, wie ich finde, Ästhetisches, Schönes. Aber. Ist ja auch eigentlich nichts zum Ankaufen, muss man jetzt auch mal ganz fair sagen. Schwer, muss ich sagen. Also, ich überlege sie gerade fast schon für mich anzukaufen. Wobei natürlich immer die Möglichkeit besteht, dass sie das Ganze dann wieder zurückkaufen. So ist es nicht. Aber ganz ehrlich, 2,50 Euro. Also, mehr kann ich Ihnen auch da nicht für geben.
ist da überhaupt nicht drin. Auf, also wirklich auf keinen Fall. Es tut mir echt schon fast leid, das so zu sagen, aber ich wüsste nicht, wie ich Ihnen da noch mehr für geben kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich prüfe auch gerade noch mal im Hintergrund, aber es ist leider. Nee, 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 nee. Also, no chance. Nö, das tut mir leid, also, das würde ich Ihnen geben, aber 2,50 mehr nicht. Jetzt, ja, jetzt habe ich natürlich Ihre Produkte und das bedeutet dann, die Lampe nehme ich auch. So, das bedeutet, wir haben Kopfhörer 90 Euro, 2,50 für die Lampe, 1 Euro für die, ja, die Lämpchen auch nochmal dazu. Das bedeutet, wir kommen auf insgesamt 93,50. Und das wäre dann alles. Haben Sie noch etwas? Also Ihre Ohrringe, wie gesagt, da muss ich nochmal wiederholen. Die kann ich nicht annehmen. Nein, also es tut mir leid, da ich habe da aber auch niemanden, dem ich das schenken könnte oder wollen würde, beziehungsweise dem ich das verkaufen könnte, dementsprechend. Nee, nein, 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 nein. Das kann und möchte ich auch dann ehrlicherweise nicht machen. Da sehe ich nicht den Sinn drin. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Da habe ich keine Perspektive für. Genau, es tut mir leid natürlich, aber bin ich ehrlich. So, sind Sie damit mit allem einverstanden? Okay, dann würde ich die Produkte jetzt kurz nach hinten bringen. Ich würde Sie bitten, hier kurz zu warten, hier kurz auszuharren und mich eben machen zu lassen. Und danach kriegen Sie das Geld, ja? Alles klar, dann geben Sie mir einen Moment. Überlegen Sie, ob Sie noch mal vielleicht doch irgendwas haben und dann. Okay, alles klar. Dann bis gleich. Einen Moment bitte.